Hallo Folks und willkommen zu einem neuen Gear Review hier bei Hard Guitar. Und heute geht es um die Ibanez GRG 121 aus der Ibanez Geo Serie. Das ist eine günstige Einsteigerserie. Ich behalte den Preis dieser Gitarre gerade nochmal für mich, weil ihr glaubt es mir sowieso nicht. Ich will ehrlich zu euch sein, ich habe die Gitarre nur wegen ihrem Äußeren gekauft. Ja, das ist oberflächlich und dumm, aber guck doch mal, wie geil die ist. Blue Chameleon, was eine geile Farbe. Reden wir nicht so viel über das Äußere, aber es ist so geil. Lasst uns ein bisschen über die Fakten rund um die Gitarre reden. Es ist die Einsteigerserie von Ibanez, Geo genannt. Das Ganze ist angelehnt an die Form der RG, die wiederum eine Adaption der Jam ist, also der Steve Vai Gitarre. Und die ist ja so seit den 90s eigentlich unverändert. Hier haben wir es jetzt zu tun mit einer RG mit zwei Humbuckern drauf, die aus der Classic Elite Serie sind, genau. Und von den Hölzern her haben wir es zu tun mit einem Pappelkorpus. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, Pappel kenne ich aber nicht so. Ja, ist nicht so super verbreitet, aber überlegt mal zum Beispiel günstige Fender Mexico Struts Pappel Corpus oder auch die Steve Morse von Music Man war auch aus Pappel eine Zeit lang. Also das ist durchaus ein Klangholz, was man verwendet zum Gitarrenbau. Ja. Der Hals ist, wie ihr unschwer erkennen könnt, aus Baked Maple, also geröstetem Ahorn. Das wird folgendermaßen gemacht, der Ahorn wird eben erhitzt und dann kriegt er diese braune Farbe und das verändert das Schwingungsverhalten des Halses und gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Knack. Okay, jetzt muss ich nochmal gerade auf meinen Spickzettel gucken, weil nämlich oben das Griffbrett, das ist aus Yatoba, ich will immer Yalota sagen, aber es ist Yatoba, das ist ein sehr hartes Holz, was manche von euch vielleicht kennen werden, so vom Bau von Terrassen. Guck mal, was haben wir? 648er Mensur, oben und unten, also von da nach da. Und was ich sehr geil finde, ist ein 5-Wege-Schalter. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen an die Sounds. Also, wir haben die Classic Elite Humbucker. Das ist der am Hals. Wenn wir in die nächste Position schalten, haben wir eine Splitting-Position. Single Coil und Humbucker. Nächste Position, die beiden. Splitting Position zwischen den beiden hinteren. Und Humbucker hinten. Für einen Humbucker in der günstigen Einsteigergitarre hinten an der Bridge. Tierisch. Ich möchte vielleicht anmerken, dass ich, nachdem ich die Gitarre gestern bekommen und ausgepackt habe, heute dann neue Saiten drauf gemacht habe, weil ich persönlich auf Elfer stehe und habe meine Elfer Elixiers drauf gemacht. Das Wechseln der Saiten war überhaupt kein Problem, denn wir haben es ja mit einer festen Brücke zu tun. Das heißt, hier ist kein Tremolo dran und das Einfädeln der Saiten erledigt sich durch den hinteren Eingang. Und dann oben geht es über die 6 Ibanez-Mechaniken zum Stimmen. Okay, jetzt haben wir das Ganze schon mal ein bisschen cleaned gehört. Ich habe wie immer meinen Houston Kettner Sound so busy halb crunchy eingestellt, aber gucken wir nochmal, was das Ding macht, wenn wir ein bisschen mehr spielen damit, nämlich vorderer Humbucker. In der Split-Position. Nächsten.
lass uns doch mal so ein bisschen Effekt drauflegen. Da wollte ich hin eigentlich. Splitting-Position. Vordere. Tierisch geil. Okay. Genug des cleanen Geschrammels. Lasst uns dahin gehen, wo sich die Gitarre am wohlsten fühlt. Lasst uns auf verzerrte Sounds gehen. Nach vorne. Es ist so, dass die Pickups Classic heißen und in der Tat sind sie nicht super, 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 super heiß. Aber die schieben schon ordentlich. Und das ist, das gefällt mir recht gut, weil ich habe ja noch genug Gain, was ich vom Amp geben kann. Aber ich will natürlich auch nicht, dass die Humbucker gleich den Clean Sound völlig überfahren. Okay, gucken wir mal weiter, wie wir mit mehr Gain und mit ein bisschen mehr harten Anschlag auskommen. Mehr Gain. Ich versuche immer mal so offene Akkorde reinzustreuen, um zu gucken, wie die Gitarre definiert ist. Macht sie relativ gut. Und die Bässe kommen trotzdem straff rüber. Also, finde ich geil. Gucken wir mal, wie die Zwischenpositionen zu gebrauchen sind mit dem High-Gain-Sound. Völlig neuer Klangcharakter. Ich will jetzt nicht sagen Stratik, aber ich hab's gesagt. So willst du es also. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hatte euch am Anfang ein bisschen im Dunkeln gelassen über den Preis der Gitarre. Schätzt mal, was darf sowas kosten? So eine Gitarre, 5 Wege, 2 Humbucker, obergeile Sonderlackierung. €299 und da war der Versand mit drin, innerhalb von eigentlich einem Tag. Mörder. Ich bereue es nicht. Ich stehe auf günstige Gitarren und es ist nicht so, dass ich nicht nachvollziehen könnte, warum andere Gitarren teurer sind. Wenn ich aber sowas hier in den Händen halte, macht es mich einfach glücklich, weil ganz im Ernst, meine eine hätte als junger Mensch für sowas getötet. Dementsprechend finde ich es
tierisch, dass die jungen Gitarristen von heute sowas bekommen können. Und wenn ich sage junge Gitarristen, ist das eigentlich nicht richtig, weil es gibt auch ältere Gitarristen, die vielleicht nicht so viel Geld ausgeben wollen, können, sollen für Gitarren. Deshalb geil, geil. Eine Frage stellt sich mir noch, nämlich bei dieser Multicolor-Farbe, welche Farbe soll mein Gurt haben, den ich da dran mache? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Es würde mich echt glücklich machen, denn ich habe keine Ahnung. Schwarz geht irgendwie nicht und weiß auch nicht, aber es gibt genug Farben dazwischen. Ich tendiere Richtung Purple, also lila, aber da ist ja auch blau drin. Also ich bin noch nicht so ganz... Lasst es mich einfach wissen. Haut rein. Danke, ciao.